In diesem Video stelle ich die beste Anfängerstrategie ein. Wenn du mit Aktien starten willst, dann kommst du nicht an den 1-Euro-Sparplänen vorbei, um ein Vermögen aufzubauen. Und mit dem Intro dann hallo und willkommen zurück bei PG Finanzen. Mein Name ist Pascal und wie ich gerade angekündigt habe, geht es um meine 1-Euro-Sparpläne. Dass das die beste Strategie der Welt ist, das ist natürlich jetzt ein Witz gewesen. Da müsste ich nochmal genaue Tests durchführen und der ganzen Strategie nochmal so einen kleinen Probestempel aufdrücken. Werde ich auch noch machen, ich habe da schon eine Idee. Aber da muss ich noch erstmal ein bisschen mit den Finanzen jonglieren und da eine Summe X, die ich monatlich noch nebenbei irgendwie wegsparen kann auf einem anderen Depot, machen und dann dort eben ausgewählte Titel mit 1 Euro zu besparen und dann eben werde ich in die 1-Euro-Strategie einsteigen. Also, ich habe jetzt seit ungefähr 12, 13 Monaten eine 1-Euro-Strategie. Wenn du meine Aktien-Einkaufsvideos kennst, dann ist dir diese Strategie auf jeden Fall schon irgendwie vor die Nase gelaufen und du kennst diese Strategie. Ich verlinke mal hier ein Video, meine Aktieneinkäufe in der Playlist, kannst du dir gerne mal anschauen. Und zwar geht es darum, dass ich eine Dividendenstrategie verfolge, eine Langzeitdividendenstrategie. Und ich habe mir zu Anfang, als ich 2020 diese Strategie begonnen habe, also da war das noch die Dividendenstrategie als solches, 250 Euro monatlich auf meine ausgewählten Titel, die habe ich dann bespart. Und jetzt war ich ja so ein bisschen angefixt von den Dividenden und sei sie noch so klein, ich wollte einfach diese Dividenden haben. Und habe dann dort eben mir gedacht, okay, welche Titel zahlen noch Dividende, welche zahlen schon seit Ewigkeiten Dividende, steigern diese Dividende, sind also dort Dividendenaristokraten, wie man so schön sagt, die seit Ewigkeiten, Jahren Dividende zahlen und diese auch erhöhen. Dann habe ich mir so ein paar Titel ausgesucht und habe dann gesehen, jetzt auch nochmal bei diesen Titeln auch nochmal 40 Euro jeden Monat wegsparen, das ist dann doch ein bisschen über meinen Möglichkeiten. Jetzt möchte ich diese Titel aber trotzdem im Depot haben, einfach um auch diese Push-Nachricht zu bekommen, auch wenn es nur ein Cent ist. Du hast eine Dividende erhalten, während du geschlafen hast, hast du Geld verdient. Ein super geiles Gefühl, das beflügelt mich so ein bisschen und lässt mich dann eben an dieser Strategie festhalten oder am Investieren festhalten. Für mich ein ganz wichtiger Punkt und deswegen habe ich mir eben gedacht, ich möchte noch mehr Dividendentitel haben. Habe aber nicht so viel Geld zur Verfügung gehabt, habe daher 1-Euro-Sparpläne aufgesetzt und habe mir so gesehen so einen kleinen ETF gebaut. Also ich habe jetzt viele kleine Titel im Depot, mit im Depot, die ich eben mit 1 Euro bespare. So, mit 1 Euro kommt man natürlich nicht weit. Das ist mir klar, das ist dir klar, das ist jedem anderen auch klar. Was sollen diese 1-Euro-Sparpläne jetzt? Aktuell ist es noch so bei Neobrokern, wie bei Trade Republic zum Beispiel, zahle ich für meine Sparplanausführung keinen Cent. Ansonsten würde das schon mal gar nicht lohnen. Wenn ich jetzt noch 4 Euro Tradinggebühren dazu hätte oder prozentuale Gebühren für meinen Trade oder für meine Sparplanausführung, dann wäre diese Strategie schon mal nicht zielführend. Sagen wir es einfach mal so. Ja, aber dadurch, dass ich da keine Kosten habe, kann ich eben viele Titel mit 1 Euro besparen, dann sind sie in meinem Depot. Dann habe ich zur Sparplanausführung Summe X für diesen Titel bezahlt und habe dann dadurch einen durchschnittlichen Einkaufspreis von eben dieser Summe, die ich gezahlt habe. Ja, was ist jetzt anders als zum Beispiel bei der Watchlist? Bei Trade Republic ist es so, wenn du Titel auf die Watchlist packst, dann sind sie nur in der Watchlist drin. Da siehst du dann den aktuellen Kurs, aber du siehst nicht den Kurs, den der Titel hatte, als du ihn auf die Watchlist gepackt hast. Da gibt es natürlich auch andere Programme, mit denen du das tracken kannst. Das ist auch eine Möglichkeit, aber dadurch, dass ich eben keine Gebühren zahle, habe ich die eben so in meinem Depot. Kriege auch dann schon verschwinden kleine Beträge ausgezahlt an Dividenden. Macht mir aber persönlich nichts. Ich freue mich über jeden Cent und habe diese dann im Depot. So, jetzt ist es zum Beispiel in jüngster Vergangenheit so gewesen. Starbucks ist runtergegangen, Home Depot ist runtergegangen, Nike ist runtergegangen. Das sind alles Titel, die ich bei mir in meinem 1-Euro-Sparplan drin hatte. Bis zu dem Zeitpunkt hatte ich vielleicht 10, 11 Euro investiert und dann sind sie abgerutscht bis zu zweistelligen Prozentbereich. Und dadurch, dass ich sie eben durch diesen 1-Euro-Sparplan bei mir im Depot hatte oder habe,
ist es mir halt direkt aufgefallen. So, ey, die sind jetzt 8% unter meinem durchschnittlichen Einkaufspreis. In 3 Tagen werden die Sparpläne ausgeführt. Dann kann ich jetzt die Dividende, die ich von meinen größeren Titeln eben bekomme jeden Monat, die kann ich dann in einen kleinen Titel investieren, der aber verhältnismäßig schlecht gelaufen ist. Wichtig bei dieser Titelauswahl, es müssen keine Dividendentitel sein, das kannst du eigentlich mit jedem anderen Titel auch machen, der ja, besparbar ist, gerade auch bei Trade Republic. Aber das sollten natürlich Titel sein, die eine große Marktkapitalisierung haben, einen großen Burggraben haben, die etabliert sind. Einfach solche Titel, wo man sagt, too big to fail, und die in Zukunft oder auch ein Produkt haben, beziehungsweise eine Marktaufstellung, die, ja, die sie relativ alleine haben, damit sie eben langfristig auch nicht kopiert werden oder nicht so leicht kopiert werden oder eine starke Marke haben. Also einfach Titel, die wirklich ja, große Player sind, die nicht von jetzt auf gleich pleite gehen würden, oder wenn mal ein Kursrutscher kommt, die ein gutes Management haben, dass man weiß, auf lange Sicht, wenn ich die Titel jetzt 5, 6, 7, 8 Jahre halte, da gibt es auf jeden Fall, gut, Glaskugel hat niemand, es ist, ja, keiner kann in die Zukunft gucken, kann immer mal irgendwie was schief laufen, aber die Wahrscheinlichkeiten sind doch eher gering. Wenn du solche Titel dann auswählst, natürlich immer vorher eigene Analyse betreiben, Titel aussuchen, die eben die Kriterien erfüllen, die dann im Sparplan hast, und dann mal eine schlechte Nachricht kommt, wo viele Anleger dann panisch verkaufen oder auch nicht panisch, aber verkaufen und der Kurs sinkt. Und das ist dann die Chance, wo du einen Euro-Sparplan, dadurch, dass du die im Depot hast, wirklich greifen kann und wo du dann sagen kannst, ja, ich habe noch Cash-Reserven, ich knack jetzt nochmal 500 Euro rein oder wie viel du dann eben auch zur Verfügung hast. Bei Nike habe ich 600 Euro in die Hand genommen. Wir gucken uns gleich auch nochmal meine Titel an, die ich bei Trade Republic drin habe, wo ich die eben mit 1 Euro bespart habe. Und dann mache ich, glaube ich, auch noch eine schnelle Excel-Liste, die zeigt, wie viel habe ich jetzt schon in diese Titel investiert und wie viel Prozent sind sie im Plus. Einfach um zu zeigen, dass diese Strategie nicht ganz bescheuert ist. So jedenfalls meine Theorie. Und das würde ich sagen, schauen wir uns einmal an. Wir gucken jetzt einmal an, welche Titel ich denn als 1-Euro-Sparplan bei mir im Depot habe. Bin jetzt mal direkt hier auf meiner Sparplanübersicht, blende ich jetzt hier ein, dann siehst du auch ganz genau, was ich sehe auf meinem Handy. Also hier, Allianz ist meine große Marke, mein großer Titel, den ich schon länger bespare. Und dann haben wir hier zum Beispiel Louis Vuitton, 1 Euro. Weiter geht's hier mit dem nächsten 1-Euro-Sparplan, Apple. The Clorox Company, Coca-Cola, Costco, ExxonMobil, Home Depot, Johnson & Johnson, Lois, McDonald's, Microsoft, Nike, T. Rowe Price Group, Procter & Gamble, Starbucks und Target. Das sind die Titel, die ich mit 1 Euro je Monat bespare. Jetzt können wir hier mal in mein Depot reingehen und da sehen wir hier Johnson & Johnson 5% im Minus. Wäre also tendenziell ein Titel, wo ich mal Dividende reinvestieren würde. Habe ich aber bis dato noch nicht getan. Also siehst du hier 11 Euro, also bin ich jetzt 12 Monate dabei, diese 1 Euro Sparpläne zu besparen. Und jetzt sehen wir, du hast eben gesehen, welche Titel ich mit 1 Euro bespare. Ist auch immer noch gleich geblieben. Jetzt haben wir hier Coca-Cola, Lois und Procter & Gamble zum Beispiel im Plus. Und Walmart haben wir hier auch im Plus. Hier habe ich dann auch schon mal, ich glaube, 1 oder 2 Euro mal reinvestiert an Dividenden. Ebenso bei Costco sieht man ja hier, wie das prozentual da umgegangen ist. Da schon 21%. Netflix ist nicht dabei. Das habe ich geschenkt bekommen über die Trade Republic Geschenkaktion. Also wenn du noch nicht bei Trade Republic angemeldet bist, kleine Werbung. Unten findest du einen Einladelink. Ja, gerne den Link folgen und dich anmelden und investieren. Ganz wichtig auch. So. Und dann gibt es hier Home Depot, 21 Euro. Ist auch in meinem 1-Euro-Sparplan drin gewesen. Dort habe ich letzten Monat ein bisschen mehr investiert, weil es, wie du siehst hier, na Katze, nach unten gegangen ist. Und da habe ich natürlich dann eben anhand meiner Theorie, wie ich sie gerade eben geschildert habe, gedacht, hier investiere ich nochmal. Und auf lange Sicht gehe ich davon aus, dass es nach oben gehen wird. Microsoft habe ich auch noch eine Geschenkaktion bekommen von Trade Republic, deswegen ist hier ein bisschen mehr an Geld drin. ExxonMobil, 1-Euro-Sparplan, auch hier habe ich schon öfter mal Dividende reinvestiert und du siehst, hier bin ich 22,82% im Plus, macht 10,04 Euro.
auch noch keine große Summe, aber wenn man das jetzt sieht, 22% im Plus, das finde ich ist schon sehr stark dafür, dass ich da jetzt ein Jahr investiert bin und eben gezielt reinvestiert habe. T. Rowe Price Group sieht es nicht ganz so gut auch aus, aber auch dort habe ich reinvestiert. Habe da jetzt ein Gesamtdepotwert von oder ein Depotwert von 69 Euro von dieser Aktie, fast 6% im Plus. Dann geht es weiter, The Clorox Company, auch hier habe ich schon mal ein bisschen mehr Geld investiert. Dort habe ich auch schon 9,93% im Plus, Louis Vuitton 0,67% im Plus, Apple 4% im Plus. Also auch hier bei Apple, Louis Vuitton und Starbucks siehst du, habe ich schon ein bisschen mehr Geld investiert. Starbucks bin ich, also Apple 4% im Plus, Starbucks 1,64. Nike, siehst du hier, 1160 Euro. Hier habe ich also in den letzten Monaten oder im letzten Monat vermehrt Aktien eingekauft. Bin ich jetzt gerade 0,17% im Plus, weil es heute nochmal einen Schwung nach oben gegeben hat. Aber du siehst denn hier, wenn ich vor einem Monat eingekauft habe, da habe ich eben hier beim relativ Tiefpunkt eingekauft. Und wenn man jetzt hier sieht, wie das auf das Jahr gesehen gelaufen ist, gehe ich davon aus, auch habe ich schon ein Video zu gemacht, verlinke ich hier gerne mal oben in der Infobox, brauche ich da jetzt nicht so ganz doll drauf eingehen, aber hier Nike, auf lange Sicht wird das wieder nach oben gehen, wie es auch jetzt schon zu sehen ist hier. Gehen wir mal zurück oder gehen wir weiter. Ein weiterer Titel, wo ich wirklich aktiv nachgekauft habe, und das auch ein Eurosparplan-Titel ist bei mir oder war, hat hier jetzt schon zwei Titel überholt, die ich schon seit 2020 bespare, und das ist Target. Dasselbe Spiel, war ein Eurosparplan, habe ich gesehen, ging mega runter, durchschnittlich oder ging ziemlich weit runter von meinem durchschnittlichen Einkaufspreis. Dann habe ich dort, wie gesagt, meine Cash-Reserve ein bisschen angegriffen und habe dort reinvestiert, und du siehst hier, ich bin 50,26% im Plus. Das sind 626 Euro hier. Und das ist eigentlich so dieser Aha-Moment, den ich jetzt hatte bei diesem Titel, bei Target. Das könnte klappen mit meinem 1-Euro-Sparplan. Werde ich aber auch nochmal ein Projekt starten, was ich dann auch hier auf diesem Kanal dokumentieren werde. Und da kann man dann auf jeden Fall mal schauen, wie sich das hier so weiterentwickelt. Und das andere sind alles Titel, die ich schon seit längerer Zeit bespare, die auch jetzt nicht ganz so gut laufen. British American Tobacco kommt sich langsam, ein bisschen, auch nicht wirklich. Aber das sind jetzt so die Titel von meinem 1-Euro-Sparplan. Ich glaube, da mache ich jetzt auch keine Excel-Tabelle mehr, ist eigentlich relativ klar. Also hier 50% im Plus, 0,24% im Plus, 1,7% im Plus, 4% im Plus, 0,6% im Plus, 9% im Plus, 6% im Plus, 22% im Plus, 33% im Plus, 2% im Minus, 21% plus, 11% plus, 5% minus, 7% plus, 6% plus, 4% plus und dann hier 5 und 1% minus, was durchaus akzeptabel ist, würde ich sagen. Das sind so meine Gedankengänge, meine Zahlen habe ich jetzt auch einmal gezeigt. Wie stehst du zu dieser Theorie? Wendest du das schon aktiv an, weil du das von meinen anderen Videos kennst und sagst, ey, das ist eine geile Theorie, finde ich gut, probiere ich mal aus. Sagst du, ey, das ist ja kompletter Schwachsinn, was du davor hast. Lohnt sich ja gar nicht mit 1-Euro-Sparplan. Wie lange soll das denn dauern? Habe ich auch schon des Öfteren in den Kommentaren gelesen. Ich habe auch schon immer sehr oft in anderen Videos diese 1-Euro-Strategie, 1-Euro-Sparplan-Strategie verteidigt und erklärt. Habe ich jetzt aber in den letzten Einkaufsvideo kam wieder die Frage auf, habe dann immer einen Kommentar zitiert. Deswegen habe ich mich entschlossen, ein separates Video zu machen, um eben diese Theorie, diesen Gedankengang zu dokumentieren, und den werde ich dann in Zukunft immer einfach verlinken. Das heißt, bei den nächsten Aktien-Einkaufsvideos werde ich nicht mehr so viel in den Videos auf die 1-Euro-Sparpläne eingehen, weil ich jetzt hier dieses Video geschaffen habe. also wie gesagt, teile mir deine Meinung gerne in den Kommentaren mit. Ich freue mich über jedes Kommentar. Versuche auch jedes Kommentar zu beantworten. Und das wird jetzt hier wahrscheinlich vorerst das letzte Video sein, welches ich vor meinem Urlaub hochlade. Denn investieren macht Spaß, investieren ist auch geil,
Aber du solltest niemals vergessen, auch noch zu leben. Denn ja, Lebenszeit ist die beste Investition. Man soll sein Geld nicht zum Fenster rausschmeißen. Das siehst du hier auch auf diesem Kanal. Ganz klar, dass ich da differenziere zwischen Geld sinnlos aus dem Fenster schmeißen oder halt schöne Sachen erleben. Und da gehört Urlaub definitiv mit dazu. Und ich werde mit meiner Freundin nächste Woche auf die Malediven fliegen, solange sie noch da sind, und dort einen wunderschönen Urlaub verbringen. Ich hoffe, dass ich noch ein Video vorher aufnehmen kann und das dann so ein bisschen teilen kann, während ich auf dem Flieger bin, dass da dann ein Video hochgeladen kommt. Aber wie ich das zeitlich alles unterbringen kann, weiß ich nicht. Ich werde mich auf jeden Fall mit einem Short-Video aus dem Urlaub melden. Also da unbedingt abonnieren, und da wird es nochmal auf jeden Fall ein kleines Update geben von meinem Urlaub. Die Katze sagt, das Video soll zu Ende sein. Dann ist das so. Ich wünsche dir einen wunderschönen Resttag und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, dein Pascal von PG Finanzen.